Nochmal ganz herzlich willkommen zurück. Wenn Sie sich für Forum 3 entschieden haben, die verhandelbar zum Thema, welche Fehlerkultur brauchen wir in der Demokratie, dann sind Sie hier richtig. Wir haben die Pause genutzt, um umzubauen. Sie sehen einen Tisch, drei Stühle in einer gemütlichen Atmosphäre. Wir sind in einer Bar. Und das ist der Stammtisch. Ein Tisch, an dem Menschen zusammenkommen, um über den Alltag, über Literatur, Philosophie und Politik sich zu unterhalten, manchmal auch zu streiten. Wird es kontrovers, kann es auch mal leidenschaftlich werden, unter Umständen gar laut. Der Ausgang? Ungewiss. Erzielt man Einigkeit oder bleibt die Kontroverse bestehen? Alles ist möglich. Aber eins ist gewiss: An einem Stammtisch bleibt alles verhandelbar. Denn setzt man sich ein nächstes Mal an diesen Tisch, dann wird man genau das Gleiche tun. Man wird sich über den Alltag, über Literatur, Philosophie und Politik unterhalten, sich einigen oder auch nicht. Heute werden Viktoria Reichelt, Helene Poprowski und Jan-Philipp Albrecht an diesem Tisch Platz nehmen. Ja, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen zur Verhandelbar. Ich muss nicht das jetzt bildlich vorstellen, wir sitzen hier eigentlich in einer Bar, ganz natürliches Setting. Es sitzen jetzt hier nicht Leute und gucken uns zu. Wir haben hier Wasser oder ein Gin Tonic oder ein Weißwein oder ein alkoholfreies Bier, wie man eben möchte. Und wir, also wir sind heute alle da, um darüber zu sprechen, wie wir unsere Demokratie in der aktuellen Zeit, die ja einfach wahnsinnig geprägt ist von ganz vielen multiplen Krisen, wie wir diese Demokratie bewahren können und sie vielleicht auch noch ein Stück weit besser machen können. Und ein wichtiger, wenn vielleicht nicht der wichtigste Teil von Demokratie, ist das Gespräch und die Debatte miteinander, gerade vielleicht auch in Momenten oder zu Dingen, in denen wir uns nicht einig sind. Und inwieweit in solchen Gesprächen auch Kompromisslinien ausgelotet werden können, inwieweit man auch agreeen kann, dass man disagreed, das wollen wir heute in dieser ersten Version der Verhandelbar mal ergründen. Und zwar zu einem Thema, das sehr, sehr eng mit der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen in politische Institutionen und auch Politiker und Politikerinnen zu tun hat, nämlich politischer Fehlerkultur. Wir wollen darüber sprechen, was ist überhaupt ein Fehler? Was bedeutet dieses Wort? Wie gehen PolitikerInnen mit Fehlern um? Wie gehen grüne PolitikerInnen mit Fehlern um? Braucht es vielleicht generell mehr Selbstzweifel in der Branche? Was machen die Medien? Welche Rolle spielen die Medien in diesem Verhältnis? Was spielen aber auch wir, jeder Einzelne von uns, von Ihnen als Wähler oder Wählerin, als Parteimitglied, für eine Rolle in dieser ganzen öffentlichen Debatte? Das wollen wir heute hier alles diskutieren, und mit wir meine ich einmal zu meiner Rechten und zu Ihrer Linken Dr. Helene Poprowski. Sie ist Juristin und Journalistin, unter anderem bereits für die FAZ und ab 2024 als Redaktionsleitung für Table Media. Und besonders spannend, sie hat im März dieses Jahres ein Buch veröffentlicht, Die Fehlbaren, Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Und sie sagt, um das Ansehen der Politik nicht weiter zu beschädigen und Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, brauchen wir einen neuen Umgang mit Fehlern. Und zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Jan-Philipp Albrecht. Ja, einen Applaus einmal für Frau Poprowski. Und zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Jan-Philipp Albrecht, seit Juni 2022 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, ehemaliger Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein und ehemaliger Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und er sagt zu der ganzen Causa: Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Dafür klatschen wir einmal. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los und gucken, inwiefern wir am Ende dieses Gesprächs vielleicht auf gemeinsame Kompromisse, auf gemeinsame Linien kommen, wie wir politische Fehlerkultur in Deutschland gestalten wollen, sie verbessern wollen. Und dazu würde ich einmal in die Runde fragen: Wer ist denn von Ihnen der Meinung, dass wir aktuell eine gute Fehlerkultur in der deutschen politischen Landschaft haben? Ja? Bitte nicht alle auf einmal, ja, da offenbart sich schon etwas, was ich mir fast schon gedacht habe und was wir besprechen wollen. Frau Poprowski, was ist denn eigentlich ein Fehler und was ist Fehlerkultur? Ja, das ist jetzt die
100-Million-Dollar-Frage als allererstes. Genau. Ich muss vielleicht kurz machen, was ein Fehler ist. Schon da fängt im Grunde die Ungerechtigkeit an, weil es da keine Definition gibt, keine feststehende Definition, sondern am Ende ist das ein Fehler, das in dem Moment in den Augen der Öffentlichkeit als Fehler angesehen wird. Also manchmal ist es ein Versprecher oder eine in dem Moment falsche Aussage, ein Blackout oder irgendwas, was absolut menschlich ist und jedem passiert, weil das Setting so ist, von den Medien skandalisiert wird, von den anderen Parteien, übrigens auch von den Parteifreunden, oft ist ja der ärgste Feind, der da direkt neben einem sitzt, und eine Dynamik sich entwickelt, dass auf einmal Dinge ganz groß werden, und es gibt auch genau das Gegenteil, dass Dinge passieren und dann die Woche drauf die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Also es gibt in dieser Frage keine Gerechtigkeit, deswegen ist es ganz schwer zu sagen, was ein Fehler ist. Das lässt sich im Grunde nur aus dem Rückblick sehen und immer aus der Rezeption durch die Öffentlichkeit. Was eben auch den Umgang so schwer macht mit dem Fehler, weil man in dem Moment, in dem man reagieren muss, ja noch gar nicht weiß, welche Dynamik sich entwickelt und was eben auch das Problem offenlegt, dass wenn Politiker mit Fehlern umgehen müssen, dann ist der erste Reflex immer, wie löse ich das jetzt taktisch am besten so, dass ich möglichst unbeschadet aus der Sache rauskomme. Sprich, es geht nicht darum, irgendwie jetzt in großer Ehrlichkeit und Offenheit die Dinge auf den Tisch zu legen, sondern das immer nur so weit zu machen, wie es unbedingt nötig ist. Und das ist einer der strukturellen Schwierigkeiten, warum der Umgang mit Fehlern so unbefriedigend ist. Vielleicht mal so als kleinen ersten Appetizer. Also kleinen ersten Shot, sagen wir mal, jetzt hier genau. An dieser ja, Bar. Ja, stimmt. Herr Albrecht, Sie haben ja gerade die Stimmung gesehen zur politischen Fehlerkultur aus Ihrer eigenen politischen Erfahrung. Wie bewerten Sie denn die Kultur, die wir da gerade in diesem Land haben? Und gab es da vielleicht auch eine Entwicklung? Also zunächst einmal glaube ich tatsächlich, dass es aktuell auch gar keine richtigen Fehler in der Politik gibt. Denn es gibt immer nur politische Siege oder Niederlagen. Ein Fehler wird nicht gemacht oder eingestanden sozusagen, wird nicht zugestanden, weil dafür gar nicht der Spielraum herrscht. So, in dem Moment, wo ich sage, okay, gut, war vielleicht ein Fehler, dass ich diesen Antrag gestellt habe oder so oder diese Position eingenommen habe, bin ich im Grunde genommen raus und jemand anders sozusagen setzt sich dann statt mir durch. Ob das nun individuell in der Partei ist oder zwischen den Parteien oder in der öffentlichen Meinung, das scheint mir tatsächlich eine Entwicklung zu sein, die schwierig ist. Und die, glaube ich, auch nicht immer so war. Also mein Eindruck ist, nun bin ich aber auch noch nicht so alt, kann aber so ein paar Jahre Politik überblicken, dass es zumindest vor einer sehr aufgeheizten Social-Media-Diskussion, die wir heute tagtäglich natürlich wahrnehmen, Momente gab, in dem zumindest in so einer Halböffentlichkeit, die nicht so alle wissen es gleich und alle zerreißen sich gleich das Maul drüber sozusagen, schon leichter gewesen ist, mal zu sagen, ah, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht oder okay, war noch nicht richtig, machen wir jetzt besser sozusagen. Und ich erlebe das tatsächlich im Moment fast gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es jetzt nur an Social Media liegt, ich glaube nicht, ja, da haben wir, glaube ich, alle irgendwo mit dazu beigetragen, aber ich bin mir auch so gerade ganz unsicher, wie man da wieder rauskommt. Es ist nicht so einfach zu sehen, wie das möglich ist, weil einfach die Dynamik so ist, dass man sehr schnell verurteilt wird für einen Fehler, den man gemacht hat in der Politik. Also eine andere Aufmerksamkeitsökonomie? Ja. Wobei es auch eine andere Entwicklung noch gibt. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, die Politik der 50er, 60er, die Bonner Republik, ja, wie viele Politiker hat man da gesehen, die nach draußen gegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das so. Auch das ist in der Politik immer schon eine absolute Ausnahmeerscheinung gewesen, die immer nur dann stattfand, wenn der Druck wahnsinnig groß war, wenn es keine andere Möglichkeit gab. Und insgesamt habe ich jedenfalls festgestellt bei meiner Beobachtung der Entwicklung, dass es schon diese Liberalisierung, die wir in der ganzen Gesellschaft haben, also dass wir neue Firmenkulturen haben, dass wir Feedbackkultur in Unternehmen haben, dass wir weniger
autoritäre Chefs haben, die einfach top-down regieren, dass wir in der Familie ein neues Zusammenleben haben, ja nicht mehr den Vater, der irgendwie Alleinentscheider ist und die Frau fragen muss, ob sie auch arbeiten darf, sondern dass wir insgesamt einen Prozess haben, wo mehr Dinge ausgehandelt werden in der Gesellschaft, dass das eigentlich, also jedenfalls auch in die Politik natürlich überschwappt, also ein Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Transparenz, nach Erklärung, sowas und eben auch nach in einem gewissen Maß an Ehrlichkeit und Offenheit, was Fehler angeht. Also dass diese ganzen klassischen Mechanismen von Fehler werden abgestritten, man geht zum Gegenangriff über, man diffamiert seine Kritiker, sei es die Medien oder die politischen Kritiker, dass sowas immer weniger gutiert wird. Das kann man am Beispiel Andi Scheuer sehen, der einfach gesagt hat, ich habe nichts falsch gemacht. Und der Sturm der Entrüstung war da. Und hätte Andi Scheuer einmal gesagt, ja, es war ein Fehler, wäre es sicherlich für ihn deutlich leichter gewesen. Also ich glaube schon, dass die Politik einer der Bereiche ist, wo diese, wenn man so will, archaische Struktur von ganz knallhartem Machtkampf am ehesten noch in unserer Gesellschaft zu finden ist, ja, wo es in anderen Bereichen man sehr viel achtsamer und so weiter mit sich umgeht. Das ist in der Politik wenig so. Aber dass auch diese Entwicklung vor der Politik nicht Halt macht. Und das kann man auch an Beispielen belegen. Wir können vielleicht über Robert Habeck sprechen. Wir können über auch letztlich Jens Spahn mit seinem Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Dafür ist er kritisiert worden. Aber dahinter steckt ja die Idee, wir leben in einer Gesellschaft, wo so viele unvorhersehbare Dinge passieren. Politik hantiert mit so vielen Unbekannten. Niemand wusste am Anfang, wie dieses Virus tickt, ja, wie es sich überträgt. Wir wissen, Politiker wissen, dass man Fehler macht und dass man sich dem stellen muss. Insofern fand ich diesen Satz wirklich eigentlich sehr stark und zu Unrecht diskreditiert. Und das ist so eine Haltung, die sich auch durchsetzt und die in gewisser Weise gegenläufig ist zu dem, was Sie ja zu Recht beschrieben haben. Also dieses Auge der Öffentlichkeit, vertreten durch Social-Media-Aktivisten, die alles, was irgendwie jemand mal kurz, was weiß ich, irgendwie ein kleines Problem hatte, rauszerrt, was früher natürlich so nicht passiert ist. Das ist ja ganz interessant. Sie sagen eigentlich, diese Art von, ich sage jetzt Hinterzimmer, das ist negativ konnotiert, aber eigentlich, was Sie, glaube ich, damit meinen, sind ja so Besprechungen, Absprachen, vielleicht auch parteiinterner, die auch parteiinterner bleiben. Gleichzeitig haben wir eine andere Aufmerksamkeitsökonomie, wo alles Mögliche sofort an die Öffentlichkeit kommt. Das wird geteilt bei X, bei Instagram, bei TikTok, auf sämtlichen Live-Tickern von verschiedenen Medien. Können Sie, Herr Albrecht, da ein Stück weit verstehen, dass Sie sagen, naja, manche Räume müssen aber auch irgendwo bleiben? Das war früher nicht so? Also tatsächlich in dem Moment, in dem man anfängt, das Hinterzimmer einen Safe Space zu nennen, haben wir eine völlig neue Debatte und dabei ist es im Grunde genommen das Gleiche. Ja? Es ist ein geschützter Raum, in dem man mal eine Argumentation ausprobieren kann, in dem man Verhandlungen ausloten kann, in dem man gucken kann, wo steht eigentlich der andere. Und natürlich ist es für Journalisten interessant zu wissen, wie die Dynamiken der Macht funktionieren. Und natürlich haben wir deswegen Interesse, auch da reinzuschauen. Und natürlich hat auch die Öffentlichkeit irgendwie, ist sie neugierig und will das wissen. Für die Entscheidungsprozesse ist es sicherlich, und übrigens nicht nur für die Entscheidungsprozesse, sondern auch für Fehlerkultur und für vieles andere ist es wichtig, dass nicht immer, und da rede ich ein bisschen auch gegen meine eigenen, sagen wir mal, beruflichen Interessen, ja, aber ich halte das jetzt als Staatsbürgerin für wichtig, dass es Bereiche gibt, in denen Dinge vertraulich verhandelt werden können. Ja, also da tut mir jetzt leid, dass jetzt aber das wäre ja das wäre ja was anderes. Das wäre ja was anderes, möglicherweise jedenfalls in der Tendenz, wenn das Bild der Politikerin, des Politikers nicht so archaisch eben noch wäre. Ja, also diese Vorstellung, da muss aber irgendwie die starke Hand sein, die Probleme jetzt in die Hand nimmt und uns sozusagen in die Zukunft führt, die ist ja nicht nur immer da gewesen, sondern ist gerade sogar noch mal wieder stärker geworden. Wir, habe ich auch gesagt, leben in einer Situation, in der die Leute irgendwie Angst haben vor vielen Dingen und Sicherheit suchen. Da suchen sie dann wieder so ein Bild. Oder suchen wir alle so ein Bild von, oder wie Angela Merkel, von einer Person, die uns sozusagen so alle hält. Ja? Und, also bei der Pegida-Demonstration wurden Schilder hochgehalten, Putin hilf. Also es liegt schon ein bisschen zurück, es war vor Beginn des Ukraine-Kriegs, aber die Sehnsucht nach jemandem,
einem autoritären Herrscher, Diktator, wenn man so will. Also eine Art Patriarch auch, ne? Ja, also jedenfalls der mit den brutalsten Mitteln irgendwie angeblich für Recht und Ordnung sorgt. Und das ist halt, ja. Also und das ist im Moment der Trend. Also da erlebe ich schon, dass, also selbst bei den Grünen, wo man eben sagt, also wir sind sozusagen so ein Führungskollektiv und immer eine Doppelspitze und so weiter, kommt natürlich trotzdem der Trend zu sagen, naja, wir brauchen jetzt aber die eine Person, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles jetzt immer mit Robert Habeck zu tun hat oder so, sondern das ist einfach eine generelle Tendenz sozusagen, dass man dann versucht, dem irgendwie auch ein Angebot zu machen. Dabei könnte man ja auch sagen, es gibt ein anderes Bild von Politik. Und ich weiß gar nicht so genau, ob zum Beispiel die Medien darauf so eingestellt sind, diesem Bild einer sehr personalisierten Parteipolitik, die eben weniger über Programme und Kompromisse redet, als über, ob Personen gerade führungsstark sind oder sich durchsetzen können, ob das funktioniert. Ja, wobei, also ich denke viel drüber nach, über diese Strukturfragen bei den Grünen, jetzt sind wir schon mitten bei ihrer Partei, ob diese, und ich finde, das ist eine interessante Frage, ob dieses Ganze, was sie jetzt haben, ja, Sechserrunde, Fünferrunde, Doppelspitze, Trennung von Amt und Mandat, Quorum von mittlerweile, glaube ich, 50 Leuten, um einen Antrag beim Parteitag zu stellen, was sicherlich jetzt in 2 Wochen wieder zu 1000 oder was Änderungsanträgen führen wird. Inwiefern das eigentlich sinnvoll und gut ist, weil es irgendwie Verteilung von Macht auf vielen Schultern und Debatte und Partizipation und Basisdemokratie bedeutet, ja, oder inwiefern das eigentlich Relikte sind aus einer Zeit, in der die Grünen mit dem Begriff der Macht gefremdelt haben, mit der sie möglichst, also fast schon noch dieser Spirit der Antiparteienpartei, wir wollen ganz anders sein und wir misstrauen Personen, die vorne stehen und sozusagen vorangehen. Ja? Und jetzt kann man sicherlich darüber streiten, vielleicht stimmt auch beides. Ja? Wahrscheinlich stimmt auch beides, es ist gut und es ist natürlich auch in der Welt, in der wir leben und in der Politik, in der wir uns bewegen, also in meinen Augen als Beobachterin auch sehr dysfunktional. Ja? Also dass alles immer vielfach rückgekoppelt werden muss, dass man häufig gar nicht die Position so einfach ausmachen kann, dass es dann auch in der Partei irgendwie ein Bedürfnis nach Orientierung gibt und gleichzeitig ein Befremden damit, wenn einer sagt, wie es laufen soll. Ja, also ich habe den Eindruck, in diesem Punkt sind die Grünen immer noch auf der Suche, ob sie eigentlich jetzt irgendwie regieren wollen mit allem, was dazugehört, oder ob sie eigentlich immer noch mit dieser Idee fremdeln. Und wenn man so, da kann man von einer anderen Welt träumen, in der Macht anders gelebt wird, aber in jetzt gucken wir auf die Ampel und die Entscheidungsprozesse und die Verhandlungen im Kanzleramt, die laufen eben so, wie sie laufen. Und das ist Machtpolitik, wo sich dann derjenige durchsetzt. Und wenn dann immer wieder diese Geschichten sind, ja oh Gott, die Grünen mussten sich wieder zu Gesprächen zurückziehen, weil sie wieder nicht wussten, was sie eigentlich wollten und weil dann erstmal die Fraktion angerufen werden musste und so weiter, dann ist es einfach in Verhandlungssituationen ein Wettbewerbsnachteil. Okay, wir sind jetzt also schon mitten im Problembereich. Fehlerkultur der grünen Strömung, der grünen Partei. Aber in der Theorie ist die grüne Partei ja eigentlich in ihren Augen dann vorbildlich, weil sie schreibt sich das Wort Fehlerkultur, dass sie das leben möchte, ja sogar ins Wahlprogramm. Ich würde jetzt die Grünen nicht als vorbildlich in diesem Sinne bezeichnen. Sie ist aber zumindest also eine Partei, die einen Anspruch, formuliert, ja, etwas zu leben, was viele Menschen hier im Raum und ich denke sicher auch in Deutschland sich wünschen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich etwas, was selbstverständlich sein sollte in der Politik. Nur nochmal, ich glaube, dass dieses archaische Modell von, da gibt es sozusagen eine Person, die kümmert sich schon um alles, nicht wirklich geeignet ist, eine offene Fehlerkultur zu leben, weil dann kriegt man ja Angst in dem Moment, wo man Fehler sieht von dieser Person, weil man der ja alles anvertraut sozusagen. Ja? Also ich will nochmal da rein, weil das diese Frage ist, geht es überhaupt in einer politisch zugespitzten Situation, wie wir auch heute komplex erleben, dass die Leute auch das Gefühl haben,
das überfordert mich alles und ich brauche einfach jemanden, der das sortiert. Geht das überhaupt, da eine Fehlerkultur zu leben? Wären die Medien in der Lage, sowas wie eine Fehlerkultur von einzelnen FührerInnen sozusagen zu transportieren? Ja, ich würde halt, also meine Überzeugung ist, dass Fehler ja oder ein guter Umgang mit Fehlern zu Unrecht als Schwäche angesehen wird, sondern in Wahrheit, und wenn man ehrlich ist, weiß das auch jeder aus seinem Privatleben und aus seinem beruflichen Leben, ist natürlich der Umgang mit Fehlern eine wahnsinnige Stärke. Ja? Trotzdem, wer die Größe hat zu sagen, ich kann diesen Beruf trotzdem oder ich bin trotzdem richtig in meiner Position, obwohl ich das und das falsch gemacht habe und ich bin sogar so stark darüber zu reden, der gewinnt im Grunde, und nicht nur im Grunde, sondern fast immer an Ansehen. Erst dann, wenn man so als Getriebener gehetzt das irgendwie salamimäßig aufräumt, was sowieso schon öffentlich ist, ist es ein Problem. Und da gibt es ein interessantes Beispiel von der Kanzlerin, der ehemaligen, die vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Osterruhe 2021, was glaube ich das einzige Mal, in dem Angela Merkel öffentlich um Entschuldigung gebeten hat, also in 16 Jahren ein einziges Mal. Und das hat sie mit großer Geste getan und sie hat diesen Satz gesagt, sie hat gesagt, ja, also das spielt auch gar keine Rolle, wo dieser Fehler jetzt entstanden ist. Also sie hat nicht gesagt, das war in Wahrheit Helge Braun und das war irgendwie andere Leute aus den Ländern, die mich wieder schlecht beraten haben oder so, sondern sie hat gesagt, ich trage qua Verantwortung für alles, also oder ich trage, nee, sie hat, Entschuldigung, ich habe es mir versprochen, ich trage qua Amt am Ende für alles die Verantwortung. Und alles, was hier schief geht, fällt am Ende auf mich zurück. Und damit hat sie sich natürlich gar nicht klein gemacht, von wegen, das war irgendjemand anders, ich habe damit gar nichts zu tun, ich bin nicht zuständig, sondern sie hat gesagt, ich bin hier, ich bin für alles verantwortlich, deshalb auch dafür. Und das ist falsch gelaufen und es tut mir leid. Und es gab ja eine Welle der Begeisterung, ging durchs Land, ja, wo eigentlich irgendwie die Kanzlerin mit ihrer Corona-Politik schon ziemlich an ihre Grenzen gekommen war, war auf einmal irgendwie die Begeisterung groß, dass sie sich so entschuldigt. Das heißt, und das, ich bin jetzt keine Kommunikationsberaterin, ja, aber ich denke immer, warum von diesen vielen Beratern, die in der Politik rumlaufen, warum verstehen eigentlich so wenige die Idee davon, dass ein guter Umgang mit Fehlern eine Stärke ist? Ja, das ist eine gute Frage, denn es wäre jetzt auch meine Entgegnung gewesen, wenn man die PR-Menschen dann sozusagen in den Parteizentralen fragen würde, so nach dem Motto, ja, lass doch mal jetzt zeigen, dass wir einen Politiker haben, der viele Fehler macht und daraus lernt und besser wird sozusagen. Die würden einem den Vogel zeigen. Das ist auf gar keinen Fall eine Strategie. Ja, und zum Teil erlebe ich das so, dass die Politiker selbst manchmal jedenfalls gar nicht so ängstlich sind. Das habe ich gemerkt, als ich versucht habe, Gesprächspartner für mein Buch zu finden, wo dann manche Politiker, die ich dann irgendwie am Rande von irgendwelchen Veranstaltungen gefragt habe, gesagt haben, ja super, total gutes Thema, rede ich total gerne. Und dann kam dann die Pressesprecherin oder der Berater, Medienberater und sagte so, nee, tut mir leid, also das können wir auf gar keinen Fall machen. Also die Angst der Leute, die einen beraten, ist häufig viel größer als die Angst der Leute selbst. Und dann denke ich, dann habt ihr leider die falschen Berater. Also, ja, die sind halt geprägt von, also diese Shitstorm-Angst, ja, genau. Die da eingezogen ist, die ist natürlich heftig. Ja, und Angst ist aber auch, das ist banal kein guter Berater, also noch nie gewesen. Das heißt also in diesem Spannungsfeld, Politik sagt irgendwie, ja, aber die Medien müssen wir, und die Medien sagen, ja, aber Politiker und Politiker müssen vielleicht auch mal einen Fehler zugeben, müssen eigentlich beide so ein Stück aufeinander zukommen. Es klingt so ein bisschen so, als ob einer mal den Anfang machen müsste. Ja, Angela Merkel haben Sie gerade genannt, jetzt, ja, ich meine, Robert Habeck haben wir eben auch genannt, als einer, der das auch thematisiert hat. Aber man hat eben auch erlebt, dass er dann auch Fehler gemacht hat und es, sage ich mal, auch nicht nur gutiert wurde, dass man dann Fehler macht. Ja? Und die Frage ist auch so ein bisschen, also wo ist eigentlich der Spielraum, von wo bis wo? Ja, also ich will auch nicht, dass jemand einen Fehler macht, wenn es darum geht, jetzt gerade akut den Atomkrieg auszulösen. Ja, also, aber das ist halt die Frage, wo ist der Spielraum, der gelassen werden kann auch? Da sind wir vielleicht gleich mal beim Beispiel Robert Habeck. Es ist sicher ein interessantes Beispiel, um auch daran mal grüne Fehlerkultur in Politik zu diskutieren. Das Beispiel Robert Habeck, Sie haben das gerade schon gesagt, der macht Fehler, wird dann teilweise auch medial zerrissen, aber ja nicht immer. Frau Bobrowski, wie blicken Sie denn auf die Fehlerkultur von Robert Habeck? Ja, Robert Habeck ist natürlich in verschiedener Hinsicht ein total interessantes Phänomen aus Beobachtersicht, weil es, also weil die Kurven der Begeisterung und des Verrisses
wie bei kaum jemandem anders hoch und runter gehen. Und jetzt hat man wieder bei diesem Video zur Hamas, zum Nahostkrieg, gesehen, was der auslösen kann an wirklich Euphorie, ja, weit über das grüne Milieu hinaus. Also im Grunde, also fast kollektiv sagen alle, hast du dieses Video gesehen, wie großartig und so weiter. Und das wiederum darin steckt eine Gefahr auch. Also das ist fast schon, ich hatte manchmal den Eindruck, bevor er Vizekanzler geworden ist, gab es das ja auch schon mehrfach, ne, als er Parteivorsitzender wurde und die Begeisterung so groß war, weil es auch so eine große Sehnsucht gibt nach jemandem, der Politik erklären kann. Und das ist dann aber ein bisschen wie das Phänomen, Barack Obama kriegt den Friedensnobelpreis, bevor er irgendwie großartig was gemacht hat. Das sind natürlich Vorschusslorbeeren, damit auch eine riesige Erwartungshaltung, die man im Grunde fast nicht bedienen kann. Also das ist also auch ein Phänomen, ein Problem, das in dieser Begeisterung steckt. Dazu kommt noch, oder ja, parallel dazu fast schon, gibt es dann auch eben diese Art von ihm zu reden, die eben auch den Fehler adressiert auf eine Art und Weise, die so ja nicht in diesem PR-Deutsch rüberkommt, sondern so, sagen wir mal, relativ normal, ja, also so Sätze wie blöd kann man sein, einen Fehler zweimal zu machen und sowas, ja, also was man irgendwie in der Teeküche auch sagen würde. Ich habe auch noch einen, damals zu der Hürde, die Kohlekraftwerke anzufahren, Zitat Habeck: Es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle. Die Leute werden krank, die haben Burnout, die kriegen Tinnitus, die können nicht mehr. Genau, das war ja bezogen auf sein Ministerium, dass seine Mitarbeiter überlastet sind. Und an vielen anderen Stellen auch. Und das war dann, wurde er ja auch beschrieben als Pionier der Fehlerkultur, der sich mal traut, das zu wagen und gut dabei wegkommt. Und dann gab es aber, und das ist ganz interessant zu sehen, diesen Moment, ich würde sagen, es begann mit der Gasumlage. Ja, also man ging noch durch die erste Zeit auch der Energiekrise als der pragmatische Krisenmanager, der Dinge ausprobiert hat, der auch seiner Partei jede Menge zugemutet hat mit Kohlekraftwerken und anderen Dingen. Und dann gab es diesen Moment der Gasumlage, wo das alles dann so holprig wurde und man irgendwie nicht wusste, wie teuer wird es denn jetzt eigentlich, und keiner konnte es so richtig sagen. Auch da hat Habeck so Sätze gesagt, die dann verunsichernd waren, so niemand weiß genau, wie dieser Gasmarkt eigentlich funktioniert und sowas. Dachte man auch, naja, das ist irgendwie verunsichert eben, so, weil man eigentlich hoffte, dass, wenn man es schon selber nicht versteht, die anderen es verstehen. Ne? Ja. Und in dem Moment, also da, und das ist das Ganze, also eins der vielen Probleme bei der Fehlerkultur, in dem Moment, in dem das so was Abstraktes ist und es einfach um das allgemeine Bild von Ehrlichkeit geht und man sagt, ja toll, da bekennt sich jemand zu seinen Fehlern, finden die meisten Leute das gut, und in dem Moment, in dem es einen persönlich betrifft, in dem es an die eigene Brieftasche geht, in dem man sagt, oh Gott, jetzt wird aber so eine Gasumlage vielleicht einfach meinen Energiepreis wahnsinnig verteuern und die wissen eigentlich überhaupt gar nicht, was sie da tun und müssen sich dann vielleicht noch mehrfach on the way korrigieren, wird es halt schwierig und wächst, also schwindet der Zuspruch dazu, und so ging es dann ja weiter. Und das war, die Gasumlage ist ja im Grunde nur die kleine Vorbereitung gewesen auf das Heizungsgesetz, was noch andere Schwierigkeiten hatte, aber wo es eben auch nicht so gut lief. Und auf einmal stand Habeck da als derjenige, der im Grunde nichts gebacken kriegt. Und das vor dem Hintergrund dieser Erwartungshaltung ist natürlich dann besonders brutal. Und interessant ist auch die Kommunikation, dass er dann relativ schnell aufgehört hat, über Fehler zu sprechen. Also er hat dann sehr viel defensiver und die Angriffe, medialen Angriffe, waren wahnsinnig hart. Das ist völlig klar. Und da ist es ihm auch nicht mehr gelungen, würde ich sagen, dass jedenfalls in der ersten Zeit, dann gab es irgendwann einen Auftritt bei Anne Will, wo er gesagt hat, ja, ich habe die Stimmung im Land falsch eingeschätzt, ich habe den Leuten zu viel zugemutet, das ging zu schnell und wir haben den sozialen Ausgleich auch nicht richtig mit berücksichtigt und so weiter. Das kam dann erst verspätet. Aber am Anfang war es dann eben auch, hat dann nicht so kommuniziert, wie er es eigentlich kann. So, ja. Halbricht. Würde ich jetzt... Ja, das war jetzt schon relativ lang gesprochen, aber trotzdem für dieses ganze turbulente Politikerleben für Habeck war es jetzt trotzdem in a nutshell. Ja, so Worte wie, oder Sätze wie, es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle, oder ja, wie komplex der Gas... Müsli mit Wasser gegessen. Genau, nicht mehr gebügelt. Was sagen Sie als Partei, quasi Parteikollege, ist Herr Habeck da zu ehrlich?
Erstmal glaube ich, also es ist ja schon so, und das hat Frau Bobrowski ja eben auch angemerkt, dass es schon auch ein Glücksfall für die Politik ist, jemanden zu haben, der das mal durchbricht und versucht eben auch tatsächlich mit den Menschen wieder eben nicht in gestanzten PR-Sätzen zu reden. So, ja. Das macht für alle anderen auch das Feld ein bisschen breiter. Man hat dann das Gefühl, okay, ich kann eben auch mal so einen Satz raushauen und bin dann nicht gleich weg, weil das ist diese Angst vor diesem Shitstorm, die alle so paralysiert hat. Und wo, glaube ich, Robert Habeck da halt einfach eine wichtige Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite ist er eben dann in dieser Situation, wo er Herausforderungen managen muss, in der gleichen Situation wie jeder andere, der als Wirtschaftsminister das zu managen hätte, sozusagen. Und muss das halt ordentlich abarbeiten. Und da ist eben der Spielraum gerade in der Krise dann auch vielleicht geringer, die Dinge eben, sage ich mal, offen zu lassen, ja, mit diesen vagen Andeutungen, und die man dann nicht genau klären kann. Das ist vielleicht dann für ihn auch erstmal eine Situation, in der er nochmal lernt. Ja, also niemand kann alles gleich perfekt, so, ja, und wo er dann versteht, okay, da ist der Modus nochmal ein anderer. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er dann trotzdem es hinbekommen, was viele andere in der Situation bisher nicht hinbekommen haben, nämlich deutlich zu machen, okay, es ist eben nicht einfach nur so, dass ich einfach nur das mache, was die Experten sagen, und es geht alles immer nur so weiter, sondern es gibt einen Rahmen, der verändert sich, und der muss sich auch verändern, und das müssen wir alle gemeinsam anerkennen. Da kann man nicht einfach nur nach Rulebook jetzt vorgehen, wie die letzten 10, 20, 50 Jahre so. Und ich glaube, das ist schon wichtig, in der Situation nochmal auch darauf hinzuweisen, in 16 Jahren Angela Merkel. Also ich meine, der Punkt, ich will nicht alles diskreditieren, was sie getan hat, aber doch sehr viel Veränderungsnotwendigkeiten dann eben eher liegen zu lassen zugunsten eines, ich fahre halt nach dem, dass die Leute sich sicher fühlen und den Status quo sozusagen immer wieder präsentiert bekommen, das hat ehrlich gesagt auch nicht die Probleme gelöst. Also sie ist letztendlich damit... Hat sie dieses archaische, ich möchte Sicherheit, gerade in einer sich verändernden Welt, bedient. Und das ist sicherlich auch gut, auch um die Zustimmungswerte weiterhin zu behalten. Aber es fehlt eben am Ende dann auch der Blick, dass die Politik auch erklären muss, wenn Dinge sich verändern müssen. Wobei jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel, die versucht hat, Sicherheit zu geben, das würde ich auch sagen. Trotzdem haben wir eine Gesellschaft, die so verunsichert ist wie nie zuvor. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ist ja auch kein deutsches Phänomen, aber ich würde sagen, die Grünen überschätzen die Bereitschaft zur Veränderung in der Gesellschaft. Also dieser, ich habe es jetzt vergessen, was der Wahlkampf-Slogan gewesen ist, aber es war immer dieses... Also ich glaube auch, Veränderung ist notwendig, und manchmal macht Veränderung auch Spaß, aber meistens macht Veränderung dann Spaß, wenn man in einer privilegierten Situation ist und sagt, jetzt habe ich mal Lust auf was Neues. Mhm. Aber das sind die meisten Menschen eben nicht. Und dann macht denen Veränderung Angst. Ja, und da habe ich manchmal den Eindruck, die Grünen überschätzen das, weil sie selber, also weil sie dann ihr eigenes Milieu vielleicht ansprechen, dass eine Veränderung nicht nur Notwendigkeit, sondern auch Bereitschaft hat. Und übersehen, dass das in breiten Teilen der Gesellschaft eben nicht so ist. Und das heißt nicht, dass man Veränderungen nicht angehen darf, im Gegenteil. Aber das heißt halt, dass man das auch anders kommunizieren muss, auch anders vermitteln muss und eben auch die Parameter dafür richtig setzen muss. Also sprich, die sozialen Fragen adressieren muss und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, häufig bei den Grünen, so beobachte ich das, viel zu kurz gekommen, weil es im Denken schon nicht so eine Rolle spielt, was man an den vielen PR-Geschichten von Grünen zur Veränderung sieht. Ja, immer so, yeah, lass uns hier die Welt verändern. So. Und die meisten Leute sagen halt so, nee, ich bin froh, wenn ich irgendwie einigermaßen weiß, wo ich morgen noch stehe. Ja. Ja, ist richtig. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, diese Haltung, so nach dem Motto, ich möchte mir halt irgendwie nichts zumuten lassen an Veränderungen, und das ist irgendwie... Ja,
jetzt irgendwie so eine woke Haltung ständig den Leute zu belehren und ihr müsst aber den Leuten mehr nach dem Mund reden oder so, um sie überhaupt erstmal mitzunehmen. Das ist auch eine schwierige Auseinandersetzung, finde ich, weil dadurch tatsächlich jeder immer nur auf seine eigene Bubble guckt und auch nur letztendlich da bleibt, wo man ist, sich nicht mehr traut, mit anderen in die Auseinandersetzung reinzugehen. Und also ich glaube schon, dass das ein Problem der letzten Jahre ist, das auch dazu beigetragen hat, dass Leute enttäuscht sind von Politik und Regierung, weil man sich das nicht mehr getraut hat. Also ich meine, da haben wir halt die ganze Widersprüchlichkeit in der Erwartungshaltung, dass man einerseits will, dass es, also ja, man will immer, dass es Veränderungen gibt, aber man will nicht, dass das eigene Leben sich verändert. Ja, man will, dass es Fehlerkultur gibt, aber man will nicht, dass es einen irgendwie selber betrifft. Man will, das ist so, man will irgendwie, also alles gleichzeitig. Man will den starken Politiker, der genau weiß, was richtig ist in diesem Land und gleichzeitig den Menschen, der reflektiert über seine eigene Unvollkommenheit. Also diese Erwartungshaltung der Leute, wenn man die versucht, übereinander zu bringen, dann sind wir nicht bei der eierlegenden Wollmilchsau, sondern dann sind wir irgendwie bei einem Wesen, das überhaupt nicht existieren kann, weil das so diametral unterschiedliche Erwartungen sind. Beziehungsweise, das sind alles kluge Impulse. Also ich meine, das sind alles Instinkte oder Gedanken, die Menschen haben, weil das vielleicht aus ihrer Erfahrung spricht. Aber was mir fehlt manchmal, ist, diese Impulse eben auch irgendwo in einen gesunden Ausgleich zu bringen. Und da erlebe ich in den letzten Jahren einfach einen großen Druck, immer nur auf Sicherheit zu setzen und immer nur so ein Abwehrreflex gegen Belehrungen oder Veränderungsnotwendigkeiten. Also auch die Haltung gegenüber, jetzt hatten wir vorhin Luisa Neubauer hier, die gegenüber den KlimaaktivistInnen, die dann sagen, es muss sich alles verändern und die Leute dann, ach nee, so und Da fehlt mir ehrlich gesagt tatsächlich auch medial so ein bisschen der Blick dafür, dass es durchaus eine Veränderung in der Gesellschaft braucht, um Herausforderungen zu bewältigen. Und dass das den einzelnen PolitikerInnen überlassen wird, das der Öffentlichkeit zu erklären, kann ja auch nicht irgendwie. Nee, wobei ich jetzt, also. Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob das eigentlich, also natürlich, das ist auch Aufgabe der Medien, wie, glaube ich, der Gesamtgesellschaft, wobei auch Medien nach meinem Verständnis von Medien nicht den Leuten erklären sollen, was richtig und falsch ist. Also das, ich sehe Medien als ein Debattenforum und als Austausch von verschiedenen Meinungen und nicht als sozusagen ex cathedra den Leuten sagen, was wie dieses Land zu laufen hat und schon gar nicht irgendwie so zu tun, als sei man der bessere Kanzler oder Minister oder so ähnlich. Ja? Das ist nicht mein Verständnis von Journalismus. Aber ich würde jetzt mal anzweifeln, dass es in den Medien global gesprochen in Zweifel gezogen wird, dass es Veränderungsbereitschaft braucht. Also interessant ist schon zu sehen, wie sich die Rezeption von Angela Merkel verändert hat in den vergangenen 2 Jahren. Also wir haben alle gedacht, irgendwie als sie dann verabschiedet wurde und irgendwie alle so meinen, um Gottes Willen, wie soll das werden? Und diese Frau, niemand wird irgendwie so großartig werden wie diese Frau und das kann und so weiter. Und tatsächlich, natürlich war der Ausbruch des Krieges der entscheidende Gamechanger, der dazu geführt hat, dass man auf die gesamte deutsche Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Russlandpolitik ganz anders geschaut hat. Aber im Fahrwasser davon hat sich natürlich auch der Blick auf vieles andere geändert. Und all das, was Sie gesagt haben, ist ja mittlerweile allgemeine Meinung, auch in den Medien, dass sie die Digitalisierung verschlafen hat, dass also alles, was Olaf Scholz quasi ständig runterbetet, was alles, da könnte man fast vergessen, dass die SPD auch mal mitregiert hat, aber all das, was irgendwie von der Digitalisierung der Ausländerbehörden bis hin zu irgendwie allem anderen, was an Entwicklungen nicht schnell genug oder gar nicht stattgefunden hat. Und da ist schon das, und ich kenne wenig Leute, die jetzt heute sagen, sie wünschen sich Angela Merkel zurück. Ja, also der Blick hat sich total verändert und insgesamt auch, also sagen wir mal, die echten Klimawandel- oder Klimakrisenleugner in den deutschen Medien würden mir jetzt, sagen wir mal, unter den größeren und großen Zeitungen auch niemand einfallen. Das sind dann irgendwelche
Aktivisten, Verschwörungstheoretiker und sonst was, die natürlich auch unterwegs sind, weil sich jeder heutzutage Journalist nennen darf. Aber da hat es also, und das war vor 20, 30 Jahren auch noch anders. Also da hat sie, gibt es. Und dann ist die Frage, ja, Klimakrise ist das eine, und dann ist die Frage, welche Maßnahmen sind notwendig und so weiter. Darüber gibt es eine Debatte und wie schnell und so weiter und welche Priorität und macht man das also so. Und dann, das ist ja dann wie in der Politik, gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen, ja, macht Atomkraft oder Erneuerbare oder wie auch immer so. Und da würde ich fast sagen, dass medial eine Mehrheit eher bei den grünen Ideen ist, als jetzt bei der Idee, wir müssen die Atomkraft zurückholen. Aber egal, also deswegen würde ich Ihrer These jetzt widersprechen, dass die Medien den Menschen einflüstern, dass es keine Veränderung braucht. Ich würde gerne nochmal auf die aktuell zu beobachtende grüne Fehlerkultur zurückkommen. Jetzt am Beispiel Robert Habeck, vielleicht auch am Beispiel Annalena Baerbock, das können wir gleich nochmal besprechen, aber mal im Kontext der Ampel. Und ich frage mich, was macht das denn mit einer Koalition, mit einer Regierung, bei der vielleicht sich eine Person aus jetzt der Grünen Partei zu einer ja, progressiven, zu einer moderneren Fehlerkultur entscheidet, der Rest aber gar nicht so. Sagen ja, Sie doch erstmal. Genau, okay, dann, es ist eine gute Frage, weil ich erlebe es tatsächlich so, dass diese 2-gegen-1-Arithmetik bei vielen Punkten gerade durchträgt. Ja, und ich finde, also wenn sozusagen nur einer von den drei Partnern unbedingt immer noch was mehr raushandeln will und sozusagen Veränderungen herbeiführen will und in der Diskussion nach außen gehen will, während die anderen beiden das Gefühl haben, naja, also mal langsam und vielleicht auch eher sagen, naja, wir wollen eigentlich lieber, dass die öffentliche Meinung, also die Angst vor Veränderungen sozusagen bedient wird, dann ist es schwierig, Fehlerkultur auf der eigenen Seite sozusagen zu betreiben, ja, weil man ständig im Grunde genommen in der Situation ist, von den anderen angegriffen zu werden, sage ich jetzt mal ganz platt, ja, und dann auch immer die Situation hat, bei 2-gegen-1 natürlich irgendwie als Verlierer vom Platz zu gehen öffentlich in der Wahrnehmung, ja, also ich habe das Gefühl, da wird es eben einer offenen Auseinandersetzung über auch Fehler und lass uns mal gemeinsam den richtigen Weg finden, nicht viel Raum gelassen. Ja, ich glaube ja, dass die Grünen dass es mit der Fehlerkultur so eine ambivalente Sache bei den Grünen ist, dass sie einerseits das offensiver als andere Parteien als ihren Anspruch formulieren, ins Parteiprogramm schreiben, immer sagen, wir sind auf der Suche nach dem richtigen Weg und müssen uns berichtigen und so weiter, dass sie auch einzelne Akteure haben, die das vorleben. Und gleichzeitig sind die Grünen ja eine Partei, die ausstrahlt, total überzeugt davon zu sein, das Richtige schon gefunden zu haben. Also, dass man jetzt mal an der Grundlinie irgendwie zweifelt, das erlebt man ja nicht. Und ich will jetzt überhaupt nicht mit diesen Klischees kommen vom moralisierenden, erhobenen Zeigefinger. Ja, das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber dass man jetzt Grüne hat, die... Und das kann man vielleicht auch als Politiker nur in gewissen Grenzen, aber... Dass man Grüne hat, die wirklich sozusagen programmatische Fragen zur Disposition stellen und sagen, ja, kann man auch anders sehen, das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt. Und dann sagen ja Grüne immer, ja, ist bei allen Parteien so. Und dann denke ich so, nee, also es ist wirklich ein Unterschied. Und ich will jetzt, das ist immer, hinkt immer, weil das an den Personen hängt. Aber wenn man mit, also ich finde es auch interessant als Journalistin, wenn man zum Beispiel mit Leuten von der FDP redet, dann da fragt man irgendwas und dann sagen die immer, ja, also wir sehen es so und so und so. Und das können Sie ja anders sehen, total okay. Und wir sind auch, leben auch total damit, dass wir sind ja, wir wollen ja auch nur so und so viele Leute ansprechen. Und das ist halt unsere Idee oder so. Das ist wirklich, das ist eine andere Haltung. Und bei Grünen hat man sehr schnell, gibt es diese Tendenz, die ich nicht so gerne mag, so zur Vereinnahmung. Also, dass man, wenn man, ja, es ist so. Und dass man schon den Eindruck hat, eigentlich, und das meine ich überhaupt nicht jetzt grundsätzlich kritisch, es ist ja auch ein hoher Wert davon, überzeugt zu sein, was man machen will. Ja? Aber es ist eben schon eine feste Überzeugung, dass das Richtige jedenfalls zu wollen und höchstens über den Weg dahin, über verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren. Und das führt ja zu einem inneren Widerspruch, weil
das ist natürlich, wenn man eigentlich sagt, man weiß, was man macht, dann, dann ist also, das mit der Fehlerkultur schwer zu vereinbaren. Was Sie vorschlagen, ist sozusagen so nach dem Motto, wir sollen dann da hingehen und sagen, also wir hätten hier so das Konzept vom Klimageld und das ist eine super Sache, weil XYZ, aber dann eben sagen, aber man kann das eben auch alles ganz anders machen und wir sind uns auch nicht so ganz sicher. Nein, das ist ja auch, da sehe ich ja das Problem. Ich sehe natürlich das Problem, dass das Partei auch immer überzeugen muss und so weiter. Und das müssen ja die anderen Parteien auch. Aber ich sehe schon einen gewissen, und das ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil tatsächlich ja die Grünen, seit sie an der Regierung sind, viele Dinge mitgemacht haben, die mit dem grünen Parteiprogramm im Ursprung wenig zu tun hat. Also viel über Schatten gesprungen sind, jetzt zuletzt in der Migrationsfrage ja noch heftig ringen über den richtigen Weg. Und insofern eine hohe Kompromissbereitschaft auch in der Ampel gezeigt haben. So. Und ein wenig, also man kann eigentlich, finde ich, Leuten, die jetzt den Grünen Ideologie unterstellen, ist das eigentlich unfair vor dem Hintergrund der vielen realpolitischen Kompromisse, die sie gemacht haben. Ja? Und trotzdem, es geht ja nicht darum, ständig zu sagen, ich weiß auch nicht, was ich will oder so, aber die Möglichkeit mitzudenken, dass der Gegner auch recht hat, dass die Dinge auch ganz anders sein könnten. Also auch Grüne haben sich schon in der Vergangenheit vielfach geirrt, wie alle anderen Menschen auch. Also generell bin ich, und das betrifft nicht nur die Grünen, sondern je älter ich werde, desto mehr wundert mich immer auch bei Kollegen und Kolleginnen aus den Medien immer diese Haltung, ich weiß ganz genau, was richtig ist, ja, und es geht auch nur so und alles andere, sozusagen jeder, der anders argumentiert, der was anderes will, wird schon fast abgesprochen, ein moralisch integrer Mensch zu sein. Und das ist eine Haltung, die Kompromissfindung ganz schwer macht und die auch aufeinander zukommen und Verständigung in der Gesellschaft ganz schwer macht, weil man ja im Grunde übrigens auch die Europapolitik, das kennen Sie ja, ganz schwer macht, weil da sind 27 Leute, die aus ganz Ländern, die mit ganz unterschiedlichen Traditionen und Kulturen und Geschichte zusammenkommen und naturgemäß Dinge total anders sehen. Und dann ist es immer hilfreich, den Franzosen nicht zu erklären, dass ihr Verständnis von Atomkraft einfach komplett irre ist, ja, sondern irgendwie zumindest mal zu versuchen zu sagen, naja, die haben vielleicht auch ihre Gründe und jetzt gucken wir, wie wir zusammenkommen. So, das ist mein Verständnis von demokratischem Miteinander und da sehe ich bei jedenfalls manchen Grünen Anlaufschwierigkeiten. Sie nicken, also würden Sie da mitgehen ein Stück weit? Ja, wir sind ja hier bei der Fehlerkultur. Also ich glaube, man muss schon anerkennen, dass das natürlich eine Herausforderung für die Grünen lange war, sich darauf einzulassen, weil es ja auch häufig um erstmal um Grundwerte geht, die dahinter stehen. Und ich glaube, wenn Leute eben mit einer Überzeugung von Grundwerten in eine politische Auseinandersetzung reingehen, dann ist es für die etwas schwieriger, sich erstmal darauf einzulassen, zu sagen, ich bin jetzt blind, wie du gerade zu LGBTIQ-Rechten stehst und redet mit dir nur über das Thema Sozialpolitik oder so. Das ist schwierig. Ja? Und da hat man es als jemand, der vielleicht in die Politik gegangen ist, sage ich mal, mit weniger hohen Grundwerten, sondern vielleicht mehr der Überzeugung, ich will einfach mitentscheiden und Macht einfacher. Mhm. Lassen wir mal so stehen, ja. Dass Sie nicht sagen, wen Sie meinen. Also ja, sicherlich. Das ist Sie sagten mal ganz offen, also ein Grund, warum ich mit in die Politik gegangen bin, war, weil ich dann immer den grünen Wahlkampfstand in meiner Heimatstadt Wolfenbüttel neben dem FDP-Wahlkampfstand hatte. Und da stand halt sozusagen das absolute Gegenstück von dem, was ich als Politik verstanden habe, sozusagen. Jemand, der einfach nur Bock hatte, politischen Einfluss und einen Job in der Politik zu bekommen. Ich will das gar nicht sagen. Haben Sie nicht auch in Jamaika mitregiert? Ich will das gar nicht sagen, dass das die FDP repräsentiert. Ich habe bei der FDP ganz tolle andere Personen kennengelernt, die da mit großer Überzeugung reingehen. Aber das gibt es eben auch. Und da ist es dann schwierig, mit dem dann darüber zu reden, so nach dem Motto, dass da gucke ich jetzt drüber weg, wenn man total flexibel für alle Positionen ist. Genau, wobei, das kann ich jetzt vielleicht auch nicht so stehen lassen.
weil ich sagen würde, man kann jetzt nicht, also ich kann aus meiner Beobachtung jedenfalls keiner Partei, also jetzt pauschal absprechen, weniger überzeugt zu sein oder so. Ja, also ich meine, das ist, man, ja, also ich glaube schon, dass, also wahrscheinlich hat die CDU am ehesten noch die Programmatik Hauptsache regieren. Ja, das würde ich schon sagen, dass das so dieses, dass die Programmatik bei der CDU in gewisser Weise flexibel ist. Und ansonsten, weil das keine Partei ist, die sich über die Programmatik so definiert, und bei der SPD noch eher und natürlich bei Grünen und Liberalen, das sind stark programmatische Parteien. Und trotzdem hängt es dann, würde ich sagen, an den einzelnen Personen. Und es gibt immer, und das ist auch gar nicht schlecht, ja, Politiker, die in die Politik gehen, weil sie Rampensäue sind, weil sie gerne entscheiden, weil sie gerne vorne stehen und die dann, manche wechseln ja auch die Partei, was schwierig ist, was aber ja auch gar nicht schlimm ist, finde ich, weil sie meinen, dass was anderes besser passt, aber also, dass man, und manchmal kommt man ja auch zufällig zu einer Partei, es ist ja nicht immer, ja, bei Ihnen war es jetzt der Wahlkampfstand, es gibt ja lustige Geschichten, warum Leute bei einer Partei andocken und dieser Drang, sich zu profilieren oder sowas, das ist schon, das würde ich sagen, gibt es in allen Parteien. Ja, also Leute, die gerne Macht haben und das mal auch das. Ich, für mich ist der Begriff Macht gar nicht negativ. Ich will mich jetzt davon auch nicht komplett freimachen. Das nein, war jetzt das, also es muss, ja, glaube ich, auch also dazugehören. Also da, anders hält man das ja auch gar nicht aus, so ein Politikerleben, wenn man das nicht irgendwie auch toll findet, was damit zusammenhängt. Und deswegen, ich glaube, es wäre jetzt eine schräge Darstellung zu sagen, die Grünen wollen immer nur das Gute in der Sache und oder sagen wir, wenn es so wäre, dann hätten sie ein echtes Problem, ja. Und die anderen wollen alle nur die Macht. Ja. Also das gehört schon irgendwie zusammen und ich glaube, jeder, also die meisten anderen Parteien würden für sich auch in Anspruch nehmen, zu wissen, was sie eigentlich wollen. So, ja, das ist jetzt keine grüne Besonderheit. Lassen Sie uns vielleicht von den generellen Grünen nochmal auf eine andere prominente Spitzenpolitikerin der Grünen kommen, nämlich Annalena Baerbock. Herr Albrecht, wie bewerten Sie denn den Umgang mit Fehlern von Annalena Baerbock? Also ich glaube, sie hat schon ziemlich häufig jetzt die Situation gehabt, wo sie eben auch damit umgehen musste, dass ihr Fehler sozusagen vorgeworfen wurden. Und in meinen Wurden Augen, die nur vorgeworfen oder sind die auch passiert? Ja, also da sind sicherlich auch Fehler passiert. Ich sage ja, wo gehobelt werden wird, fallen Späne. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr aussprechen. Das passiert bei allen PolitikerInnen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass tatsächlich die Frage eher ist, auch was für eine Kategorie von Fehlern gibt es eigentlich im Umgang miteinander. Weil gerade sie jetzt, würde ich jetzt mal sagen, sehr häufig mit Fehlern konfrontiert ist, die ich nicht als Kardinalfehler der Demokratie und der Politik sozusagen jetzt bezeichnen würde. Sie hat ehrlich gesagt auch in ihrem Job, den sie macht, in ihrem Verantwortungsbereich eine hohe Kompetenz und setzt vieles sehr vorbildlich um, politisch. Und dann kommen halt so Sachen wie irgendwie, sie hat irgendwie ein Wort auf Englisch falsch gesagt oder so. Und das wird da total hochgezogen. Und ehrlich gesagt ist wahrscheinlich auch ein bisschen Frauenverachtung drin, ja, und das spüre ich ehrlich gesagt schon häufig. Und da wundere ich mich halt, gibt es nicht jetzt auch mal unabhängig von der Parteifarbe irgendwo Fehler, wo man sagen kann, also das kann man jetzt kritisieren, aber ob das jetzt den Politiker oder die Politikerin diskreditiert oder wirklich zur politischen Auseinandersetzung etwas beiträgt, kann man nochmal in eine andere Kategorie bringen. Mhm. Und das habe ich in den letzten Jahren ehrlich gesagt auch häufig erlebt, dass es vermischt wurde. Mhm. Also Differenzierung von verschiedenen Fehlerkategorien, was ist schlimmer, ne? Oder was? Was übrigens auch, da will ich nochmal reingehen, ja, weil das ist so, jetzt bin ich ja hier frei, so ein ganz bisschen Medienschelte zu betreiben. Ja? Ich finde halt, was ein Problem ist, ist, dass sowas sich eben auch leichter verkaufen lässt. Ja, also wenn ich darüber über so einen Patzer oder so rede oder irgendwie was Leute sofort verstehen und sofort visualisieren können, dann klickt das halt auch besser im Internet. Mhm. Und wir haben halt auch immer noch das Problem, dass die Medien, sage ich mal, doch ein Stück weit abhängig sind von Klicks, jedenfalls viele Medien, ja, jetzt nicht alle. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht bei der Frage, wie wird sowas gewertet.
in der Beobachtung. Ja. Differenzieren die Medien da ausreichend, Frau Bobrowski? Also, naja, ich meine, es gibt diesen Satz von Thomas de Maizière, den ich sehr wahr finde, und der sagt, wir sprechen über die zu viel über die unwichtigen und zu wenig über die wichtigen Dinge. Oder zu, ja, also die kleinen Dinge werden zu groß und die großen Dinge werden zu klein. Ob das jetzt immer stimmt, weiß ich nicht. Aber tatsächlich bei, das ist das Problem, was ich ja eingangs gesagt habe mit den Fehlern, ja, dass man über manche kleine Fehler sehr ausführlich spricht und über Komplexität. Also ja, also ich meine, die Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik ist wahnsinnig kompliziert und findet in der Politik, also in der SPD zum Beispiel, fast gar nicht statt. Ja? Also auch so ist eine einfach, Fehlerkultur. Ja, natürlich gehört, und jetzt sagt, Lars Klingbeil sagt jetzt, er hat eine Kommission gegründet und die soll das irgendwie machen, aber ich habe jetzt von dieser Kommission noch nichts gehört. Also das sind sicherlich Phänomene und über einzelne Versprecher kann man sehr, sehr, sehr ausführlich reden. Ich glaube nicht, dass dieses, was Sie gesagt haben, dass also Medien sind immer noch auf Klicks angewiesen. Also die Wahrheit ist ja zunehmend auf Klicks angewiesen, weil ja die Abonnentenzahlen überall sinken, weil die Leute sich nicht mehr an ein Produkt binden wollen. Das verstehe ich auch, weil es so viel frei zugänglich ist, weil es dieses Grundmissverständnis gibt von Freiheit des Internets bedeutet Unentgeltlichkeit des Internets, weil man der Wert von Berichterstattung irgendwo nicht mehr so hoch ist. Und deswegen, ja, also ich meine, ich ist alles als immer schwer. Aber am Ende denke ich immer, ja, Medienschelte hat irgendwo auch seine Berechtigung, weil vieles auch nicht, sehe ich selber, nicht gut läuft. Und dann denke ich aber auch immer sozusagen, ja, die Gesellschaft kriegt die Medien, die sie verdient. Also, also ich meine, das gibt endlos Beispiele, die jeder Journalist erzählen kann von irgendwelchen, also wenn man über Grüne schreibt und einen Artikel haben will, der viel klickt, dann muss man irgendwie über Boris Palmer schreiben. Ja? Das ist immer die absolute Klickgarantie. Das ist, so, ja. Ist halt immer irgendein Aufreger und dann, das geht sonst wie ab. Wirklich immer der meistkommentierte, der meistgeklickte Artikel und so weiter. Dann gibt's Sie wollen jetzt sagen, daran sind wir ja vor allen Dingen selber schuld. Nein, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich will sagen, so funktioniert die Öffentlichkeitsökonomie. So, die Leute finden den irgendwie spannend, ja, weil er provoziert, weil er irgendwie seine Sachen macht, weil er natürlich irgendwo auch ein Talent hat, Dinge zu platzieren. So. Und da, aber ich meine jetzt gar nicht, ich will gar nicht über Boris Palmer sprechen, ich will über die Aufmerksamkeit der Leute sprechen. Und dann gibt man sich irgendwie die größte Mühe und versucht irgendwie zu analysieren, wie, ich weiß nicht was, ja, jetzt nach den grünen Vorstellungen XY funktionieren soll oder irgendwie die Gasumlage in ihren Details versucht man zu verstehen, schreibt das alles auf, hat mit 20 Leuten telefoniert und so weiter. Und dann guckt man, und dann hat das irgendwie, nach Stunden haben das dann 10 Leute gelesen oder so. Also so ist es ja. Und da hat ja die Nathalie Amiri, eine Kollegin von der ARD, hat ja mal diese lustige Geschichte auf Twitter gemacht, dass sie irgendwie so drei, sich selber fotografiert hat in so drei Outfits und gesagt hat, welches sieht am besten aus. Und in 8 Stunden gab es irgendwie 400.000 Kommentare, ja. So das Blaue sieht besser aus, nein, das Schwarze. Und dann dachte ich so, was ist mit der los? Und dann hat sie aber das dann aufgelöst und gesagt, ja, und irgendwie über meinen Artikel über die Opposition in Iran gab es halt 400 Kommentare so und der ist seit einer Woche online. Also das heißt, ja, ich will das jetzt nicht weiterschieben und sagen, die Medien sind nicht schuld, aber so ist unsere Gesellschaft. Und dann sagen immer alle, ja, wir sind total interessiert an guter Berichterstattung und ach, die FAZ ist auch nicht mehr das, was sie mal war und alles so oberflächlich und so. Dann denke ich so, ja, es ist halt... Und man muss immer da... zum Glück hat jedes Medium dann irgendwie auch noch ein anderes Markenkern, Selbstverständnis und so. Aber es ist in gewisser Weise ein insgesamt schwieriges Setting. Und vielleicht nur noch, wenn ich darf, ja. Zu Annalena Baerbock einen Satz oder ein paar Sätze, was ich so als so tragisch empfunden habe, wenn man auf diesen Wahlkampf schaut, dass sie ja angetreten ist mit werde anders kommunizieren und das ja auch am Anfang gemacht hat. Und bei den ersten Fehlern, die passiert sind, ja sehr offen mit ihrem Lebenslauf und es war jetzt auch nicht so ein besonders gutes Krisenmanagement, weil sie dann irgendwie über diesen einseitigen Lebenslauf, glaube ich, 3 oder 4 Mal sich öffentlich entschuldigt hat. Ja, das war sicherlich nicht so, wie man das professionell machen würde, aber gut. Und dann waren ja noch, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, irgendwie diese Nebeneinkünfte und irgendwelche anderen Dinge. Also kam so, wie es halt, war vielleicht auch nicht ideal vorbereitet, weil sowas kann man im Vorfeld auch irgendwie mal prüfen, aber... Egal, also sie hat sich am Anfang immer sehr oft entschuldigt und dann hat sie auch durchaus Anerkennung dafür gekriegt und dann war das Thema auch jeweils abgeräumt
Und als dann der echte, in meinen Augen, große Fehler passiert ist, und da haben jetzt auch Grüne gesagt, ja, so Plagiate sind jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde jetzt, ein Buch zu schreiben, das an 100 Stellen plagiiert wurde, ob sie das nun selber gemacht hat oder nicht, das ist ja bis heute unklar. Aber es ist jedenfalls ein Fehler und etwas, das so nicht geht und das auch sicherlich die zumindest mal die Organisation ihrer Arbeit irgendwie Fragen aufwirft. Und da war dann, so habe ich das dann erlebt, im Grunde genommen, weil sie sich schon so oft entschuldigt hatte und weil schon dieses Gefühl entstanden ist, oh, das ist jetzt dafür, dass die unser Land regieren will, hat sie jetzt schon ganz schön oft Fehler zugegeben. Als dann der echte Fehler kam, hatte sie irgendwie nicht mehr die Möglichkeit gesehen, das noch zu tun und hat dann ja mit diesen klassischen Abwehrreflexen, Dreckskampagne und so weiter, und das sind keine Urheberrechtsverletzungen, das ist alles nur üble Nachrede. Und das war natürlich nicht gut. Also das ist dann ihr auf die Füße gefallen, weil dann natürlich die Plagiatsjäger dieser Welt sich auf die Suche gemacht haben und kam irgendwie raus, es wird doch viel. Und dann ist natürlich ein schlechter Umgang mit dem Fehler doppelt schlimm. So, und das zeigt aber auch, wie schwierig das Ganze ist, dass man sich eben, also es hat schon einen Grund, warum die Kanzlerin in 16 Jahren sich nur einmal entschuldigt hat. Ja, wer es zu oft macht und wegen zu kleiner Dinge sich entschuldigt, also auch lustigerweise, oder nicht lustigerweise, sondern auch ein bisschen tragisch, hat ja Armin Laschet, hatte ja auch so einen kleinen Plagiatskandal am Bein im Wahlkampf und hat dann ja gesagt, ich mache es anders als Baerbock, ich mache jetzt eine große Entschuldigung, hat dann irgendwie gesagt, bei allen Urheberinnen und Urhebern dieser Republik entschuldigt er sich, falls er irgendwie die Rechte verletzt hat und so. Und dann kam raus, er hatte gar nicht plagiiert, sondern es war irgendwie, also es war überhaupt einfach nur die Fußnote an der falschen Stelle gesetzt oder so. Wo man dann auch sieht, manchmal ist dann die taktisch motivierte Entschuldigung auch total gaga, ja. Also ich, wirklich so von außen zu betrachten, ist immer ganz unterhaltsam, aber man möchte natürlich auch ungern in der Haut derjenigen stecken, die in dem konkreten Moment die Entscheidung treffen, wie man jetzt kommuniziert. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um nochmal generell darauf zu gucken, wie wir Fehlerkultur in verschiedenen demokratischen Lagern und Parteien erleben. Haben Sie denn den Eindruck, die Öffentlichkeit, die Medien, aber auch Wähler und Wählerinnen gehen da mit allen Parteien, die wir in Deutschland haben, gleich um? Gehen wir mit manchen härter ins Gericht, mit anderen weniger hart? Also ich habe schon den Eindruck, dass eigentlich ein vergleichbarer Maßstab an alle Parteien angelegt wird. Also das würde ich jetzt schon sagen. Was nicht bedeutet, dass es nicht die ganze Zeit Konjunkturen gibt sozusagen. Ja, also da sind dann eben mal die einen im Fokus und dann mal die anderen und dann wird auch mal bei den einen unverhältnismäßig hochgeschrieben und bei den anderen unverhältnismäßig runtergeschrieben. Ich habe nicht das Gefühl, dass das sozusagen ungleich angewendet wird, sondern mein Eindruck ist eher, dass eben diese Selbstregulierungskräfte nicht so stark sind, dann auch mal wieder runterzukommen von so einer, ich nenne das jetzt mal Kampagne sozusagen, ja, so ein Fehler, auf so einen Fehler rumzureiten. Und dann wird nämlich auch nicht mehr differenziert zwischen Kampagne und Fehler. Also mal ehrlich, jetzt weiß ich nicht, ob ich das Thema groß aufbringen soll, aber diese Flugblatt-Affäre, ja, da finde ich halt, da konnte dann im Grunde genommen, weil es ständig solche Kampagnen gibt und wurde dann auch schnell dieser Vorwurf erhoben, das ist jetzt eine üble Kampagne sozusagen. Ja? Und dann ging es gar nicht mehr um die Sache, wo ich echt persönlich da saß und mir dachte, ey, sorry, aber es geht hier gerade um die Relativierung des Holocaust sozusagen. Ja? Und da müssen wir doch irgendwie eine andere Debatte dann drüber finden, als nur in so einer Debatte, das ist jetzt eine Kampagne oder nicht. Ja, ja, also es hat mich auch, ich hatte den ähnlichen Reflex, war natürlich auch von der Süddeutschen jetzt von Anfang an nicht ideal gemacht, weil sie einen sehr schwerwiegenden Vorwurf erhoben haben, den sie so nicht durchhalten konnten. Und das ist schon ein Problem gewesen, haben sie ja auch selber dann eingestanden. Also Fehlerkultur in den Medien übrigens auch ein Riesenthema und mindestens so viel Bedarf an Fortschritt wie in der Politik, wahrscheinlich noch mehr. Also da auch die Süddeutsche nicht toll und trotzdem hatten wir dann irgendwie eine Mediendiskussion in Deutschland. Diskussion irgendwie über Jugendsünden. Also ich und dann aber wieder nur um ja zu sagen, wie auch Zufälligkeiten, also wie alles von Zufälligkeiten abhängt. Meine Prognose, die ich natürlich nicht, das kann ich nicht beweisen, aber ich würde sagen,
wer das Flugblatt nach dem 7. Oktober rausgekommen, ja, also in einer Diskussion, wo wir jetzt über Antisemitismus in diesem Land ganz anders diskutieren als vor dem Angriff der Hamas und den Szenen, die sich jetzt auf deutschen Straßen abspielen, wäre das vielleicht auch für Aiwanger anders ausgegangen. Ja, also man hat natürlich immer, das zeigt nochmal, es ist nie der Fehler, sondern es ist immer der Fehler im zufälligen gesellschaftlichen, politischen Kontext, ob man auch, auch jetzt der Fall Amthor, ja, mit seinen komischen Aktienoptionen, die er hatte, ja, auch das war, kam nur durch dieses Hashtag schwarzer Filz, weil vorher die Maskenaffäre und so, also ich will das jetzt nicht relativieren, was da passiert ist, aber auch das gab es dann irgendwie die Aufzählung von Marc Hauptmann und wie die alle hießen und Philipp Amthor, dass er was ganz anderes gemacht hatte, was eigentlich noch nicht mal gegen die Richtlinien der Bundesverwaltung, der Bundestagsverwaltung verstoßen hat, kann man trotzdem unanständig finden und so weiter, aber das wurde halt in einem Kontext gesehen von Korruption in der CDU und dann wird halt alles reingeschüttet, was gerade einem in dem Kontext einfällt und niemand guckt so ganz genau hin. Und das ist, jetzt haben wir schon verschiedene Parteien, natürlich auch bei den Grünen. Und das ist das, was Wolfgang Schäuble mir mal sagte und das hat mir so zu denken gegeben, weil es, glaube ich, stimmt, dass man so ein Fehler der Vergangenheit ist dann, wenn er einmal so hochgegangen ist, wie so eintätowiert, wie so, sagt er, in die digitale Haut. Also jedes Mal, wenn jetzt ein Porträt über Wolfgang Schäuble erscheint, kommt die Spendenaffäre, ja, und wahrscheinlich wird auch Annalena Baerbock, wird man in 20 Jahren noch sagen, ja, und im Wahlkampf kam dann das Plagiat raus und so. Das ist dann Teil der Biografie, das ist ja insofern auch okay, aber man neigt natürlich, oder Journalisten neigen dann dazu, das Vergangene in Beziehung zu setzen zu einem Fehler, der 20 Jahre später passiert ist, der vielleicht damit gar nichts mehr zu tun hat und so und machen dann ein Bild, das so, und das ist halt was, also ich werbe eigentlich dafür, eine stärkere Kultur auch der zweiten, dritten Chance, des Verzeihens, dass man irgendwie auch mal sagt, ja. Das Recht auf vergessen werden. Das Recht auf vergessen werden, ja. Also nein, das gehört irgendwie dazu, aber es ist halt unlauter, im beliebigen Kontext irgendwas aus der Vergangenheit sich rauszuziehen. Und das könnte man ja bei jedem Einzelnen von uns auch machen, ja, dass man sagt, in der Schule hat sie irgendwann mal das und das so und so gemacht und ist ja klar, dass sie dann 20 Jahre später auch wieder meint, bei der Böll-Stiftung das erzählen zu müssen. So. Also, ja. Deswegen fand ich übrigens bei dieser Flugblatt-Affäre von Anfang an nicht das Problem, dass er oder sein Bruder das damals gemacht haben. Das ist natürlich auch ein Problem, ja, aber nichts, was man ihm sozusagen jetzt noch wirklich für seine politische Leistung heute vorwerfen kann, sondern das Problem aus meiner Sicht war dann der Umgang damit. Und das ist das ja, also ich finde auch, es muss so etwas wie ein Vergessen in die Vergangenheit geben oder aber, dass man sagt, okay, das gehört zum Werdegang. Und sich dazu verhalten. Ja? Macht diese Person aus, genau, man muss sich dazu verhalten und daran messen wir die Person sozusagen. Ja? Aber das gerät sehr häufig durcheinander. Und das ist ja übrigens was sehr Deutsches. Also ich denke immer so, also in Amerika ist ja das Scheitern mit manchen Projekten etwas, das den Charakter formt. Und ich meine jetzt nicht Flugblatt-Affäre, ich meine irgendwelche Dinge, die man begonnen hat und dann was anderes macht und so. In Deutschland ist ja immer noch ein Land, in dem ein Studienabbruch oder ein Studienwechsel ein Stigma ist, das man erklären muss, ja, und begründen muss, warum und warum man das nicht durchgehalten hat. Und das, also so das Lücken im Lebenslauf, also ich bin auch so aufgewachsen, so Lücken im Lebenslauf sind ganz schlimm. Immer, es muss alles immer nahtlos irgendwie nach dem 31.12. muss ab dem 1.1. deutlich sein, was man da gemacht hat und so, ja. Ich muss zum Beispiel etwa 100 Mal erklären, warum ich denn überhaupt geeignet bin für die Politik, nachdem ich einfach nach dem Studium sozusagen ein Mandat übernommen habe. Ja. Das ist auch so eine Diskussion, wird einem sowieso gesagt, also du hast ja noch gar keine Lebenserfahrung und so weiter und Abschlüsse spielen ja auch keine Rolle. Also diese Vorwürfe sozusagen gegenüber Leuten mit Blick auf ihre bisherige Laufbahn oder was sie tun, die sind ja ständig im Raum. Und ich glaube deswegen tatsächlich, es gibt keine Kultur anzuerkennen, dass das alles wichtige Erfahrungen sind, die mit in die Politik, mit in die Demokratie einfließen. Ja, also ich finde auch, dass die, also und auch das ist ja was man aus dem Privatleben kennt, dass die Dinge, die einen weiterbringen, sind die nicht gut gelaufen sind. Ja, also wenn man denn aus Fehlern bereit ist zu lernen. Und
dieser ganze Geist der Startup-Szene, also fail forward, ja, also Fehler sind eine Chance und so, das ist alles immer in der Politik schwierig, weil man mit Steuergeld möglichst nicht einfach irgendwie frei rumhantieren sollte und so weiter. Und trotzdem diese Idee, dass man auch gerade, wenn man was Innovatives machen will, irgendwie die Möglichkeit haben muss, auch mal daneben zu hauen, um dann nachzusteuern, ist, glaube ich, was, was wir in unserer deutschen perfektionistischen irgendwie Art, ja, von und auch übrigens von Juristen, ich bin ja selbst Juristin, deswegen kann ich das sagen, von Juristen geprägten, von Verwaltungsjuristen geprägten Land, die immer irgendwie, ich meine, wer Jura studiert hat von Ihnen, der weiß diese Art, wie man Klausuren schreibt und dann, wenn man einen Gedanken formuliert, der nicht in der Lösungsskizze steht, dann steht daneben sofort abwegig. Ja, also dieses, man ist darauf getrimmt, immer nur das aufzuschreiben, was sich der Aufgabensteller gedacht hat und alles andere ist irgendwie schlecht und so. Also es ist schon eine Denke, die mir immer wieder begegnet, sehr in der deutsch, Politik, in der, insbesondere in Behörden, aber teilweise auch in Rechtsabteilungen sowieso und daraus reinschwappend auch in Unternehmen. Es ist halt sehr deutsch und sehr wenig anzuerkennen, dass man aus Fehlern lernen kann. Und das ist ja was glaube ich, insgesamt Innovation hemmt. So, Das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind nämlich schon fast am Ende dieser Verhandelbar. Und wir haben ja über ziemlich viele Themenfelder jetzt gesprochen zum Thema politische Fehlerkultur in Deutschland. Es ging um das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Medien, wo ich das Gefühl hatte, Sie sind sich so ein bisschen einig, es braucht in der Politik schon bestimmte Rückzugsorte, in denen Öffentlichkeit, in denen Medien vielleicht keinen Zutritt hat. Und das ist auch gut und wichtig für eine Demokratie. Würden Sie da beide mitgehen? Also ja, ich würde sagen, es kommt wirklich dann drauf an. Also wenn natürlich irgendwelche Schweinereien hinter verschlossen. Keine Schweinereien. Sagen jetzt mal nichts Skandalöses. Also, ja, das weiß man halt dann nicht, wenn man nicht reinguckt. Ja, das ist halt das Problem an der Sache. Ja. Ich glaube, um Ihnen das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, es muss die Wahrnehmung aus den Medien dafür geben, dass anders Demokratie nicht funktionieren kann, als dass man auch mal Dinge sein lassen kann, wo sie sind. Das heißt nicht, dass man sie nicht mitbekommen darf, sozusagen. Ja, ja, genau. Also ich glaube, es ist halt schwierig, ich glaube, es ist schwierig, da eine allgemeine Antwort zu geben, aber ich würde sagen, die Realität ist eben so, dass das ist auch, es gibt ja Urteile des Verfassungsgerichts, die sagen, es darf politisch keine Hinterzimmer geben, es müssen immer alle beteiligt werden. Und das ist irgendwie eine schöne Theorie. Und in Wahrheit sagen ja auch Politiker, ja, jetzt dürfen wir halt das im Ausschuss nicht mehr machen, deswegen haben wir jetzt einen informellen Unterausschuss gegründet. Also das ist dann eine Realität. Also ich glaube, ohne irgendeine Form von Hinterzimmer oder Safe Space funktioniert es nicht. Ja, insofern würde ich sagen, es ist eine Notwendigkeit, dass es das gibt. Und wahrscheinlich trotzdem auch eine Notwendigkeit, dass Medien immer so ein bisschen drängeln, damit das nicht, also ich glaube schon, dass es eine Funktion hat. Damit es nicht ausartet, ja. Mhm. Zur Fehlerkultur der Grünen. Da haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, erkannt, dass es innerhalb der Grünen Ansätze gibt, Fehlerkultur in Deutschland neu zu gestalten, in der Politik anders zu gestalten. Dass aber, wie Sie gesagt haben, Ihnen die Grünen oft so ein bisschen engstirnig erscheinen in manchen Entscheidungen, da auch gegenüber GesprächspartnerInnen, gegenüber politischen Gegnern auch mal zuzulassen, dass andere Meinungen und Grundsätze gelten können. Ja. Wir haben auch gelernt, Fehlerkultur hängt unglaublich mit Timing zusammen. Also es kommt wahnsinnig an auf den Kontext, wann passiert ein Fehler oder wann passiert etwas, um überhaupt als Fehler wahrgenommen zu werden. Und was ich auch auf jeden Fall mitgenommen habe, ist in diesem ganzen Spannungsfeld, was macht Politik, wie nehmen Medien das wahr, wie nehmen Öffentlichkeit das wahr. Da habe ich jetzt ganz oft gehört, die Politik sagt, ja, aber das erwartet der Wähler, die Wählerin, das erwarten die Menschen da draußen. Und auch zur Medienberichterstattung wird gesagt, ja, aber das ist eben das, was gut klickt, was die Leute lesen. Und da können wir vielleicht für uns alle mitnehmen, dass auch wir als Individuum uns ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen, was wir zum einen von Politikern als Menschen, von Politikern und Politikerinnen als Menschen, aber auch von Medienberichterstattung erwarten, auf was wir klicken und was wir lesen. Right. Würde ich sagen, ja. Das ist für alle, ja. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt spannende 75 Minuten, zumindest für mich. Ich hoffe auch für Sie. Ich würde von Ihnen jetzt gerne noch wissen, auch wenn es
eher versöhnlich war. Ich glaube, da können wir jetzt mitgehen. Das ist aber nicht unbedingt was Schlechtes. Was haben Sie vielleicht von heute mitgenommen? Ein Gedanken, den Sie so vorher noch nicht hatten oder den Sie sich bewahren werden? Also klar, die Kritikfähigkeit der grünen Bubble sozusagen, sich eben stärker auch mal zu öffnen, Menschen, die nicht gleich von vornherein das alles genauso sehen, die ist etwas, was man mitnehmen muss, was wir, glaube ich, auch uns vornehmen müssen als grüne politische Familie. Aber was ich auch mitnehme, ist eben, dass es eigentlich in der Öffentlichkeit ein Verlangen danach gibt, eben PolitikerInnen zu erleben, auf die man sich irgendwo verlassen kann und gleichzeitig aber eben, glaube ich, allen auch klar sein sollte. Und das ist für mich noch so ein bisschen so ein Ding, über das man vielleicht noch reden muss, dass das trotzdem besser ist, wenn das Menschen sind, die das machen und nicht Maschinen, die sozusagen unfehlbar sind. Und das beschäftigt mich, wenn ich zuhöre, sozusagen bei den Erwartungen, die auch an Politik und vor allen Dingen zwischen den Parteien in der Politik untereinander gestellt werden. Was nehmen Sie mit heute aus dem Gespräch? Ja, das knüpft eigentlich daran an, also die Idee von Herrn Albrecht, dass man auch politische Entscheidungsprozesse, politische Auseinandersetzungen anders denken kann, als sie in der Realpolitik stattfinden. Und ich bin ja jetzt irgendwie schon seit Jahren hier mit der Hauptstadtpolitik beschäftigt und deswegen immer sehr in diesen konkreten Situationen, wie dann tatsächlich auch Machtkämpfe mit der ganzen Härte, die das politische Geschäft mit sich bringt, ausgetragen werden und wo dann ja nicht nur von außen über Sieg und Niederlage gesprochen wird, sondern ja auch intern. Und dass man da manchmal, wenn man dann immer so mit diesem konkreten Geschehen zu tun hat, das nicht so sehr macht, was Sie die Freiheit haben, in der Böll-Stiftung zu machen, nämlich die großen Ideen zu entwickeln, mit ein bisschen Distanz auch auf das Geschehen zu schauen und sich zu überlegen, ob man nicht Dinge auch anders machen könnte. Und deswegen ist so mein Reflex, irgendwie zu sagen, ja, aber es ist doch ein Machtkampf, da müssen Sie sich doch so und so positionieren und auch mal einen Schritt zurückzutreten und sagen, müssen die Dinge eigentlich so sein, wie sie sind. Ja, und das ist was, wo ich denke, da muss man auch als Journalist, als Journalistin manchmal diese Frage stellen, muss das eigentlich alles so sein? Oder ist es nicht auch schön, also was heißt schön, also ist es nicht auch lohnenswert, darüber nachzudenken, ob es andere Konzepte gibt, ohne sofort zu sagen, was für eine naive Utopie, ja. Insofern vielen Dank dafür. Frau Bobrowski, Herr Albrecht, vielen Dank für diese Verhandelbar. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören.